Die Black Clover Spoiler sind jetzt nun einen Tag früher am Start, was einfach mal ein schönes Geschenk ist. Und wir haben heute wirklich etwas sehr Schönes gesehen. Es sind jetzt keine Spoiler, die jetzt irgendwie krass sind, aber ich fand etwas, war halt ganz in Ordnung. Wir haben mal wieder etwas Schönes gesehen. Tabata hat sich irgendwie endlich mal selbst im Manga gezeichnet, was auch ganz schön ist. Ja, Leute, willkommen zu meinem Spoiler Talk zu Black Clover Kapitel 339. Bevor wir beginnen, möchte ich mal sagen, ich denke, vielleicht ist die Review schon morgen da. Sollte das Kapitel morgen schon erscheinen, wenn nicht, dann wie immer Freitag. Es ist ja quasi klar, dass es jemanden gibt, den Asta und Liebe geheilt hat. Und das ist dieser Typ, der heißt nämlich Mikuria, ein Genie in Sache Heil-Yojutsu. Um nochmal kurz zu erwähnen, die Wörter sind im Manga Plus ein bisschen anders. Also die offizielle Wörter zu diesen Fähigkeiten in dem Land der Sonne ist ein bisschen anders. Also Magie, also Magic, wird Yojutsu genannt. Und magische Power, also Kräfte, ihr versteht, ne? So magische Kräfte sind Yoryoko. Jedenfalls ist dieser Typ, der nämlich hier kennengelernt wurde, ist, der alle geheilt hat. Also mit seiner Magie, mit seinen Yojutsu, kann er quasi jeden auf besten Wegen heilen. Wir haben auch gesehen, wie er zum Beispiel lieber einfach rausgeploppt ist. Also der kam da einfach so in so ein Fischheil-Ding raus. Und das war voll süß, wo man gesehen hat, wie Asta lieber einfach hier so geknuddelt hat und gemeint hat, dass du so froh, dass du hier wieder zurück bist. Und auch Liebe war einfach so richtig gerührt. So. Das war so niedlich. Ey, das war so voll unerwartet, dass so etwas kommt. Die beiden sind so eine Herzenseele geworden. Gefällt mir wirklich. Zudem muss man sagen, dass die jetzt ein bisschen gegessen haben und noch so ein bisschen unterhalten haben. Und dann gab es halt so diesen Break-Moment, der halt wirklich ein bisschen traurig war. Asta war wieder so in diesem Erinnerungsmodus drin, wo er weiß, ich bin so schwach, ich kann Schwester Lili zum Beispiel nicht retten oder mein eigenes Land, das ja quasi jetzt ein Problem besteht, und fragt jetzt auf jeden Fall Ryo wieder, wann er zurückkam oder wie er zurück zum Clover-Königreich kann. Und Ryo hat ihn halt gesagt, dass es halt überhaupt keinen Sinn macht, überhaupt da zurückzugehen, weil du ihn nicht besiegen kannst, sprich Lucio. Und Asta hatte quasi fast so eine Art Breakdown gehabt, so wo er sagte, ich kann nicht mehr stärker werden. Es gibt keinen Weg mehr. Also er hatte wirklich so einen kalten Moment gehabt, wo genau das gesagt hat. Und dann kommt zu dieser Moment, wo einfach Ichika da rüberkam zu Asta und ihn eine Ohrfeige gegeben hat, die wirklich gesessen hat. Also sie sagte ganz klar zu Asta, es ist mir scheißegal, was gerade bei dir passiert ist oder ob du tot bist. Aber der Fakt ist nämlich, dass Ryo und Mikuria dich gerettet haben. So in diesem Kontext einfach so mal hin und her. Und Asta ist ein bisschen wieder eingekriegt, so hat sich so ein bisschen eingekriegt und dann hat so das Training begonnen in diesem Kapitel. Wir haben gesehen, wie das erklärt worden ist, was Ichika im letzten Kapitel gemacht hat. Da ist hier die Spoiler am Start sind, können wir das noch nicht ganz genau erklären, aber im Großen und Ganzen hat das viel damit zu tun, dass man auch mit dem Ki zusammenarbeitet. Und hier hat natürlich Ichika das alles nochmal quasi gezeigt, da hier Ki wirklich das Ein und Alles ist in diesem Land. Ki wird hier nämlich als Fluss der Lebenskraft bezeichnet und damit kannst du quasi alles quasi machen. Mit Ki in diesem Land strahlt da wirklich komplette magische Kraft raus, wie wir das jetzt gerade bei Ichika sehen. Sie macht das quasi wie letzten Kapitel, ladet irgendwie alles in diesem Form auf und macht ihre Move und hier ist so ein Bambus, das sie zerschneidet mit ihrer Kraft. Sie trifft auf punktgenaue Linie diesen Bambus mit ihrer Kraft und ganz ehrlich, diese Taktik ähnelt einfach mal von Yami Dimension Slash, was richtig geil ist. Also, so wie ich es verstanden habe, es ist Magie auf der einen Art, wie sie halt verwendet, nur mit der Hilfe noch mit Ki und so weiter und dadurch kommt so diese richtig coole Taktik raus. Bei Asta ist es quasi genauso und jetzt versucht er auch ebenfalls so eine Taktik und hier ist es nämlich so, wie Ryo zu ihm sagte, benutzt deine Anti-Magie. Um genau diese Technik zu machen, vermischt das zusammen mit dem Ki und nutze es. Und so wie man halt eben früher nochmal gesehen hat, wie Asta auf der schnelle Ki gelernt hat, hat er auch das hier schnell gelernt. Er hat diese Taktik ebenfalls verwendet, vielleicht noch nicht so perfekt wie Ichika, aber er hat es auf jeden Fall verwendet und man hat gesehen, wie er diesen Bambus wirklich mit seiner Antimagie in dieser Art und Weise getroffen hat. Also es hat funktioniert. Wie auch Ryo gesagt hat, er kann es. Und jetzt wird es noch weiter beigebracht und dann wird er es meistern. Und das wird geil. Das heißt, irgendwie wird Asta in diesen Worten diese Taktik so lernen und da gab es halt diese Seite, wo Asta wirklich glücklich war. Er war fast so wirklich am Heulen und meinte, ich danke euch, dank euch werde ich, weiß ich, dass ich stärker werden kann. Und er hat sie wirklich gebeten, sie weiter zu trainieren. Und ihr müsst verstehen, Asta war in diesem Kapitel wirklich down, Alter. Der war wirklich, wirklich, wirklich down, weil er dachte, er kann nicht mehr stärker werden. Digga, diese Spoiler waren eigentlich nett, wirklich nett, interessant und auf jeden Fall zum Ende her ganz cool, wirklich. Leute, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Wie hat euch diese Spoiler gefallen? Es würde mich natürlich mal sehr interessieren. Was glaubt ihr, wird Asta vielleicht noch mehr lernen als nur diese Technik, die Ichika jetzt gerade drauf hat? Oder wird Asta von jeweils anderen, diesen, ich sag jetzt mal, Ordensführer, ich habe jetzt quasi den Namen von dem vergessen, wird er noch verschiedene Taktiken von anderen lernen? Schreibt mal eure Meinung rein. Ich kann halt nur sagen, Leute, wenn euch doch dieser Spoiler Talk gefallen hat, dann würde es mich natürlich nochmal sehr freuen, wenn du dies mit Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal zwei Videos für dich und den Links kannst du mir gerne ein Abo da lassen.